Vishramasana ist die Stellung der Erholung, die Stellung der Ruhe. Rafaela zeigt, wie es geht. Ausgangsposition ist Padmasana, der Lotus. Dann fasse mit deinen Händen um die Ellbogen und gib dann die Ellbogen auf die Füße. Dann beuge dich nach vorne und gib die Stirn auf den Boden, halte die Augen geschlossen und atme gleichmäßig ein und aus. Shrama heißt Anstrengung, heißt auch spirituelle Praxis. Ein Ashrama ist etwas, was zur spirituellen Praxis hinführt. Shrama muss verbunden sein mit Vishrama. Nach intensiver Bemühung gilt es auch in Vishramasana oder in einer anderen Stellung, dich zu erholen und zu regenerieren und die Wirkung von den Shramas, den Anstrengungen, zu erfahren.